dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz des HC Erlangen vor unserem nächsten Heimspiel am Sonntag um 16 Uhr gegen den TVB 1898 Stuttgart. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich unseren sportlichen Leiter Kevin Schmidt, unseren Cheftrainer Adastan Ejofsson und unseren Linksaußen Christopher Bissel. Wie immer die erste Frage an unseren Trainer. Adli, der nächste Gegner wartet bereits am Sonntag auf euch. Ihr habt jetzt nur relativ kurz Zeit, euch darauf vorzubereiten. Wie geht's der Mannschaft jetzt nach dem Sieg gestern und wie bereitest du die Jungs vor auf Sonntag? Ja, erst einmal natürlich mit so einer kurzen Abstand zu den Spielen steht jede Generation jetzt hier am heutigen Tag im allerwichtigsten Linie, dass wir schnell regenerieren können und dann auf morgen uns vernünftig taktisch dann halt auf Stuttgart vorbereiten können. Das Gute daran ist, dass Stuttgart halt die gleichen Karten hat, haben gestern auch in Kiel gespielt, haben auch eine lange Rückreise und ein paar Reisetrapazenten. Das heißt, beide Mannschaften haben einen ähnlichen Ablauf, das ist schon mal gut. Wir wissen natürlich, was mit Stuttgart auf uns zukommt, auch wenn wir heute erst mit Stuttgart uns beschäftigen werden. Wir haben bis jetzt natürlich Bietigheim einfach den Hauptfokus gehabt, was war, wie wir gestern auch gesehen haben, auch ein schwieriges Spiel, was aber trotzdem mit dem Moral, glaube ich, dass die Jungs vor allem mental sehr gut geht, dass die sehr zufrieden sind, dass die so ein Spiel auch umgedreht haben, auch wo wir da in den Hintergrund, das hat dem Moral, glaube ich, der Mannschaft gezeigt und auch gut getan. Jetzt mit Stuttgart kommt eine Mannschaft, der sehr eingespielt ist, der sehr variabel spielen kann, der aus einer guten Deckung mit einem guten Torhüter sehr, sehr schnell umschaltet und gute erste Welle, zweite Welle, schnelle Mitte hat, wo sehr viel Wert hat auf unseren Rückzug sein wird. Und natürlich, auch wenn Kraus jetzt ausfällt, mit Schweigert, mit Verschwanden, spielstarke Leute hat, die uns wehtun können. Wir werden uns so gut vorbereiten, wie wir könnten und werden alles darauf setzen, mit unseren eigenen Fans jetzt in die Halle die zwei Punkte hier zu halten und Stuttgart zu gewinnen, um auch weiter in Richtung Mittelfeld in die Tabelle zu klettern und vor allem einfach weiter unsere Ziele zu verfolgen, wie wir uns die haben. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Kevin, Adli hat schon angesprochen, hat schon über die Qualitäten von Stuttgart berichtet. Gibt es denn einen Spieler, auf den ihr besonders achten müsstet? Oder ja, wie sieht euer Matchplan aus für Sonntag? Ja, ich glaube, den Matchplan gibt Adli vor. Wer sind die tragenden Säulen von Stuttgart? Ich denke, klar, im Tor Yogi Bitter. Ich glaube, immer wenn Stuttgart gewonnen hat oder Punkte geholt hat, da war Yogi hinten im Tor überragend. Ich denke, wie Adli schon gesagt hat, die haben echt eine geschlossene Abwehr mit Weiß hinten auch im Mittelblock und Spät, zwei erfahrene Spieler schon. Dann mit Schagen auf rechts außen wirklich einen brutal guten Gegenstoßspieler, auf den wir da achten müssen. Vorne haben sich, denke ich, gut verstärkt dieses Jahr mit David Schmidt auf halb rechts, der wirklich sehr stabil spielt, hinten wie vorne. Ich ziele verschiedene Spieler auf. Das zeigt, dass sie ja wirklich auch ausgeglichen sind mittlerweile und nicht zu Unrecht dann auch da stehen, wo sie gerade stehen. Dankeschön. Ja, Chrissy, nächste Frage an dich. Ihr habt jetzt gestern nach einem hart umkämpften Spiel in Bietigheim gewonnen. Wie ist denn die Stimmung aktuell in der Mannschaft und was würde euch auch der Sieg jetzt am Sonntag mit Hinblick auf die nächsten schweren Spiele im Dezember bedeuten? Die Stimmung ist natürlich sehr, sehr gut. Die war aber eigentlich nie so schlecht, wie man jetzt das vielleicht von der Tabellensituation hätte ablesen können. Wir haben ja gesehen und wir wissen auch, was wir spielen können, was unser Leistungspeak ist, sage ich mal. Und es ist jetzt aber natürlich einfach schön, auch mal ein Spiel zu gewinnen, wo man vielleicht jetzt nicht so super toll gespielt hat, aber einfach die Punkte mitnimmt. Und ja, wir haben jetzt zwei Spiele am Stück gewonnen, das erste Mal diese Saison und wollen natürlich auch mit Hinblick auf die kommenden Aufgaben, die vom Papier her alle lösbar sind zu Hause, möglichst diese Serie weiterführen und dann das Spiel gewinnen am besten und in diese Wochen starten, in denen dann auch das Pokal-Viertelfinale noch als Goodie dabei ist quasi. Ja, und für die Moral sind solche Siege immer super. Dankeschön. Dann ist es jetzt Zeit für die Fragen der Presse.
Adli, Mini Kraus fällt aus bei Stuttgart. Erleichtert es auf der einen Seite möglicherweise, erschwert es dir aber ja auch als Trainer die Vorbereitung, die Mannschaft darauf einzustellen, weil Stuttgart jetzt anders agieren muss, als wenn Mimi Kraus alles richten soll. Ja, es ist genau richtig. Mir ist es eigentlich immer lieber, wenn du einfach auf den Gegner in voller Stärke halt triffst, dass du weißt genau, was auf dich zukommt. Mimi hat sicherlich sehr gute Spiele gemacht und war in guter Form, aber hat sich viele Angriffe auch genommen dafür. Jetzt muss Stuttgart gezwungenermaßen halt anders spielen, andere Lösungen finden und das machen die gut. Die haben viele, viele Möglichkeiten, was man jetzt nach der Verletzung Lemgo bei Mimi gesehen haben, haben die ein bisschen andere Situationen da halt reingebracht und der Ball läuft dann vielleicht ein bisschen etwas länger und die sind etwas geduldiger halt in ihrem Angriffsspiel geworden. Aber darauf werden wir uns auf einstellen. Wir wissen, dass er halt nicht auftreten wird, deshalb bereiten wir. Wir haben jetzt 4 Spiele oder 3,5 Spiele, wo Mimi nicht dabei ist, die wir uns anschauen können und sehen, welcher Rhythmus darauf kommt. So, ich glaube, wir werden bestens auf Stuttgart vorbereitet sein, auch wenn der Zeit nicht lange ist, um diese Umstellungen oder auf Stuttgart sich einzustellen. Das werden wir trotzdem heute und morgen schaffen.